Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hausboot Profi. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute wird ein toller Tag und ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass ich dir eine Linsen Grand Sturdy 30 AC zeigen kann. Mit Namen Karlchen. Ein wirklich sehr knuffiges, kompaktes Boot. Ideal für den Familienurlaub. Also freu dich, viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder mit den Details. Auf jeden Fall ist mal festzuhalten, es ist wirklich ein ganz kompaktes Schiff mit 8,94 Meter in der Länge und 3,24 Meter in der Breite. Also wirklich ganz knuffig, aber insofern auch super gut zu handeln und für Anfänger und Einsteiger ideal geeignet. So, nehme ich mal Platz. Heute scheint ja auch ein bisschen die Sonne. Das macht das Ganze natürlich gemütlich. Hier ganz übersichtlich der Steuerstand. Wir haben hier das Bugstrahlruder, wir haben ein Heckstrahlruder, Anleitung, wo das alles nochmal ganz genau beschriftet ist. Das macht das sehr einfach und übersichtlich. Oben unser Multigerät, was eben Geschwindigkeit und Tiefgang und so weiter anzeigt, unser Kartenplotter. Wir haben hier eine Steckdose für USB und natürlich unsere Maschinenkontrolle für die Umdrehungszahl. Und dann haben wir hier die kleine Kontrolle, das ist vorne. Da haben wir ein Solarpanel, was uns auch noch mit Strom versorgt. Und gerade jetzt, wenn die Sonne hier so scheint, dann ist das natürlich eine ganz nützliche Angelegenheit. Gashebel haben wir da. Und wenn wir ein bisschen weiter runter schauen, dann haben wir hier natürlich auch noch unsere Lautsprecher für den richtigen Sound. Und wir können es uns hier gemütlich und warm machen. Wenn die Sonne mal nicht scheint und es ein bisschen kühler ist, dann gilt das hier auch für die Heizung. Und wenn du mal dich umschaust hier, dann siehst du auch, dass das alles hier am Steuerstand mit der Persenning schön eingehaust ist. Also wir können uns das hier dann auch schön muckelig warm machen, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Mal hier nach hinten, nach Achtern geschaut, haben wir hier die Sitzbank. Die ist ganz einfach am Heck direkt dran. Aber für vier Personen, für die das Schiff hier geeignet ist, ist das wirklich ideal. Und wir sitzen wirklich hier ganz kompakt und ja, gemütlich alle beieinander. Bei der Gelegenheit nochmal ein Hinweis. Ich habe nämlich hier den Hafenführer für Hausboote mitgebracht und das kann ich wirklich empfehlen, dass du dir, wenn du unterwegs bist hier in der Region und wissen willst, wo die schönsten Häfen sind, wo du sicher anlegen kannst, nutzt dieses Buch. Da sind alle Häfen, die für solche Boote hier, Boote von dieser Größe und größer geeignet sind, sind hier drin verzeichnet mit Kontaktdaten, mit Telefonnummer. Einfach den Hafenmeister mal anrufen, fragen, ist ein Liegeplatz noch frei oder wenn du irgendwelche Fähr- und Entsorgung brauchst, einfach mal nachfragen, ob das alles da ist. Dann hast du hier mit dem Hafenführer für Hausboote echt ein gutes Werk, was dir hilft, sicher und problemfrei auf dem Wasser unterwegs zu sein. Ich bin mal hier auf den Steg gegangen, damit ich dir die Badeplattform von der Karlchen zeigen kann. Schön mit Holz alles ausgelegt. Das macht ja immer viel Sinn, weil es einfach schnell trocknet, rutschsicher ist. Und hier siehst du auch bei der Grand Sturdy ganz klassisch, die Wühling außenrum, die gibt es ja in zwei Farbtönen. Einmal diesen Grau-Anthrazitton und dann eben der klassische ja, Seilton, dieses bräunlich-beige. Und hier passt natürlich zu dieser dunklen Rumpflackierung
diese Wühlingfarbe ideal. Hinten siehst du auch dann die Spanner für die Wühling. Da die ja übers Jahr nachgibt, werden hier von dem Eigner der Yacht dann diese Spanner immer nachjustiert, damit die Wühling auch schön auf dem Platz bleibt. So, wir können natürlich jetzt auch auf das Schiff hier von Achtern aufsteigen über diese Treppe. Dazu müsste ich oben eröffnen. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Tür öffnen. Wir können die Persenning hochnehmen. Die können wir natürlich auch nach oben aufrollen. Und schon sind wir hier auf dem Deck. Da wir uns hier alles schon gut angeschaut haben, werden wir einfach mal direkt durchtreten und nach unten in den Salon abtauchen. Und da sind wir hier schon im Herzen unseres Schiffes. Schauen wir uns einmal um. Du siehst hier die zentrale Elektrik, Steuerung, Hauptschalter fürs Schiff und die weiteren. Aber das ist natürlich alles im Bordbuch detailliert, grafisch und textlich erklärt. In hoher Qualität. Ausguss, Spüle, 3-Flammen-Gasherd. Unten drunter Schubkästen mit Werkzeug. Und hier sind dann die Töpfe, Pfannen, Reibe sehe ich, alles da. Müll, weiterer Stauraum. Drehen wir uns einmal um. Hier drüben die Phalanx aus Elektrogeräten. Kaffeemaschine, Kapselmaschine. Stauraum. Ja, und gehen wir doch einfach gleich weiter, wenn wir schon hier auf dem Weg sind, in die Bugkabine. Doppelbett mittig mit Leseleuchten, mit Stauraum. Steckdose ist auch da. Ich öffne mal hier, Badezimmer. Mit Marine-WC, elektrisch. Ach, guck mal, ich kann hier mal durchgehen, dann siehst du das, dass dieses Badezimmer, ne, ich gehe rein, drehe mich und habe hier eine zweite Tür und gehe wieder raus in den Salon. Somit siehst du, dass du hier dieses Badezimmer sowohl vom Salon aus als auch eben von der Kabine aus nutzen kannst. Und dann haben wir, und das ist jetzt wirklich mal eine Bemerkung wert, weil wir haben ja hier nicht mal 9 Meter in der Länge und trotzdem haben wir jetzt Dusche und WC getrennt. Das ist wirklich dann also sehr, ja, komfortabel auf ultra kompaktem Raum. Also das ist ein Boot, das eignet sich wirklich, ja, für Einsteiger gut vom Handling. Natürlich auch vom Geldbeutel her, es ist ein bisschen günstiger dadurch. Und wir haben halt nicht nur diese eine Kabine und den Salon, sondern wir haben auch noch eine Achterkabine. Gehen wir mal gleich rüber. Achso, Moment, hier Hinweis, schaut drüben WLAN. Also wir haben hier auch nochmal freies WLAN an Bord. Ist natürlich auch eine coole Sache. Und bevor wir hier abtauchen, siehst du, machen wir alles mal im Vorbeigehen, haben wir hier jetzt die Bordelektrik, beziehungsweise ein Teil. Soundanlage, hier der Inverter, also für Laden der Batterien und hier die Webasto Warmluftheizung. Achterkabine, auch ein Doppelbett. Hier seitlich eingebaut. Heizung ist dort. Hier Stauraum. Leseleuchten, auch da. Oben und hier Decke, da finde ich mal ganz schön optisch diese abgesetzten, das sieht man gar nicht jetzt, ne? Moment. Hier, diese optisch abgesetzten Dinge, macht eine schöne Gestaltung. Steckdose hier seitlich neben dem Bett mit USB-Steckdose, Handyladung, Garderobe. Und jetzt haben wir hier diese Achterkabine, wohlgemerkt, das Schiff ist unter 9 Meter. Und auch hier wieder WC. Da muss man so 2 Stufen hochgehen. Geh mal hier nach unten. Dann siehst du das hier, ne? Von unten hoch. 2 Stufen WC. Und dann auf der anderen Seite haben wir dann hier Stauraum. Oben drüber die ganzen Mückenschutzgeschichten. Hier ist nochmal ein Licht. Zack, in der Mitte.
der kleine Punkt, halten, fürs Dimmen, aus, an, dimmen. Gucken wir mal, was hier noch drin ist. Das ist natürlich flott. Getränkeregal. Oben noch Gläser oder ein bisschen Knabbereien und unten hier die Getränke. Schauen wir hier nochmal hinter. Ach, das ist der Kühlschrank. Wenn du den Kanal kennst und wenn du schon mal hier beim Hausbootprofi warst, dann weißt du natürlich, es lohnt sich dran zu bleiben, weil ein Highlight oder zwei bewahre ich immer bis zum Ende auf. Und eines ist hier auf jeden Fall auch der Entertainment-Bereich im Salon. Denn auch hier gibt es, auch wenn du es nicht auf den ersten Blick siehst, ein TV-Gerät und das befindet sich hier drüben. Dazu müssen wir einmal ein bisschen Platz machen und dann haben wir hier diese Luke und diese Luke greife ich jetzt mal, öffnen, hoch und umklappen, schwuppdiwupp, haben wir ein prima TV-Gerät, was nicht im Weg ist, wenn wir es nicht brauchen und was uns prima im Salon gegebenenfalls bei Regenwetter oder einsamen Nächten Entertainment liefert. Soweit unser Bootsrundgang für heute. Die Karlchen, mein Tipp für Paare, für Familien, für Einsteiger. Auf jeden Fall durch die kompakte Bauweise, aber auch durch die hochwertige Ausstattung, durch die umfangreiche Ausstattung. Ideal geeignet für Leute mit Anspruch, aber eben auch für Neulinge auf dem Wasser, die einfach mal es versuchen wollen, mit einer Linsen die Seenplatte zu entdecken. Apropos Seenplatte. Ich habe dir was mitgebracht, nämlich die Seenland. Das ist mein Tipp, wenn du hier neu bist, wenn du auf dem Wasser unterwegs sein wirst, dann Seenland empfehle ich dir sehr. Hier gibt es zum einen die Charterunternehmen in der Region, unter anderem auch hier die Linsenjacht bei East West Charter in Zehlenig ist hier drin mit allen Infos und Kontaktdaten, aber auch Karten und viele weitere Tipps und auch nützliche und sicherheitsrelevante Hinweise für das sichere Führen eines Bootes holst dir am Kiosk. Absoluter Tipp für deinen Urlaub auf dem Wasser. Und wir sehen uns dann auf dem Wasser. Dein Hausboot-Profi Frank. Tschüss!